Hi, das ist Marc von Mobile Geeks und wir haben hier das HP Elite X3 in der Hand. Und ihr habt das schon gelesen, das ist ein richtiges Flaggschiff. Das ist mehr Flaggschiff von HP, als Microsoft mit dem Lumia 950 oder 950 XL auf den Markt geworfen hat. Warum ist das so? Fangen wir einfach mal mit den Spezifikationen an. Wir haben hier eine Bildschirmdiagonale von fast 6 Zoll. Das heißt also von über die gesamte Diagonale 6 Zoll. Wir haben drinnen ein Snapdragon 820, also auch ein ganz neuer Prozessor, 4 GB auf RAM. Das heißt also, ich weiß überhaupt nicht, wofür Windows 10 so viel Gigabyte RAM überhaupt braucht. Also man kann schon davon ausgehen, dass es ein echt schnelles Gerät wird. Die Batterie, die hier hinten drin ist, die hat 4480 mAh. Also und bei allem, das Gewicht selber oder auch die Abmaßungen, die sind jetzt gar nicht mal so groß. Also das Gerät ist selber nur 8 mm dick. Gut, ich meine mal, bei dem großen Display hat man natürlich auch viel Platz, die Sachen irgendwo anders hinzupacken. Was ist jetzt noch besonders an dem ganzen Teil dran? Also wir haben einmal hier hinten eine 16-Megapixel-Kamera. Die Kamera vorne hat 8 Megapixel und wird auch jetzt später, wenn das Gerät dann in die Serie kommt, Windows Hello unterstützen. Also so wie ihr das vom Lumia auch schon kennt. Was haben wir noch? Was wir noch nicht haben, aber was schon versprochen ist, ist der Fingerabdrucksensor. Das heißt, hier in diesem Bereich soll ein Fingerabdrucksensor hinkommen, mit dem ihr dann das Gerät auch bequem quasi per Fingerabdruck entsperren könnt. Ist ein bisschen doppelt gemoppelt zusammen mit dem Windows Hello hier oben, aber sei es drum. Was sehen wir hier unten noch? Ich versuche das mal gerade ein bisschen scharf zu bekommen. Ist schwierig hier in dem Licht. Die Boxen hier unten sind zusammen mit Bang & Olufsen gemacht worden. Also es ist, ihr seht schon, hier ist ein bisschen Merkmal aufs Design gelegt worden. Ja, das, was noch weiter ist, mir wurde gesagt, das Ganze hat auch wieder hier irgendeinen obskuren Militärstandard. Das heißt also aus 4 Fuß. Ich weiß überhaupt nicht, was 4 Fuß sind. Ich glaube, das ist knapp 1 Meter. Den Drop-Test soll es also auch überstehen. Und wirklich auch spannend. Und so habe ich es noch gar nicht bei einem Windows-Phone gesehen bis jetzt. Das ganze Ding hat IP67. Das heißt, es ist also auch bis zu 1 Meter wasserdicht. Also egal, ob ihr mal was drüber schüttet oder ob ihr damit vergessen habt, wenn ihr mit der Badehose in den Pool springt. Das Telefon wird es überleben. Hier oben kann man schon sehen, wird Dual-SIM haben, hat natürlich die ganzen LTE-Bänder und WLAN, wie man sich es halt vorstellen kann. Hier unten ist der, das ist Type-C, ne? Das ist der USB-Type-C-Adapter. Ich kriege den gerade nicht so richtig scharf gestellt, aber ich glaube, ihr versteht, ihr wisst, wie ein Type-C aussieht. An der Seite die Power-Taste und hier die Volume-Tasten einzeln. Das ganze Gerät selber ist jetzt hier noch im Alpha-Stadium. Das heißt, also auch an der Verarbeitung wird sich hier noch das ein oder andere ein bisschen verbessern. Und was mir noch sehr, sehr gut gefällt und deutlich besser als jetzt auch wieder bei den Nokia-Telefonen ist, ich versuche das mal hier ein bisschen drauf zu bekommen, das ist hier das neue Dock von, ich muss mal einen Schritt zurückgehen, dass man das Ganze sieht. Ich versuche das mal scharf zu bekommen, kriege ich leider nicht hin, werde ich nochmal in einem separaten Video machen. Aber ihr habt jetzt, jetzt auch die Möglichkeit, das Gerät selber wieder in so ein Dock zu stellen und dann auf einem großen Bildschirm als Computer zu benutzen. Und ja, mit den Prozessordaten wird das Ganze, also dieser Continuum Mode, auch sehr, sehr performant sein. Wenn ihr Fragen habt, eine Sache habe ich für euch noch, die spannendste. Und zwar aus einer sehr zuverlässigen Quelle habe ich mir nämlich mal, ein Preis wurde offiziell noch nicht genannt, aber diese zuverlässige Quelle hat gesagt, der wird so rund um $900 liegen. Also ich hoffe, ihr sitzt gerade. Bei HP selber haben sie sich noch sehr, sehr bedeckt gehalten. Also von dem Preis gibt es auch überhaupt keine offizielle Statement. Das einzige Statement, was ihr hier bekommt, ist, dass das Gerät interessanter wird, wenn man es in Bundles kauft. Also in einem Bundle mit dem Dock und wahrscheinlich noch mit dem ganzen HP-Laptop vielleicht. Oder ich bin mir noch nicht sicher, was Sie sich darunter vorstellen. Wir werden das Ganze sicherlich in naher Zukunft noch mitbekommen. Das war Marc von Mobile Geeks. Fragen hier unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald.